So, ja, wir spielen Otto Willow und ich nehme mal dieses Deck. Das habe ich mir übrigens gerade zusammengestellt. Also erwarte bitte nicht zu viel von dem Deck. Und hey, ich habe meinen Skill Booster eingesetzt, weil wieso nicht? Ich habe keine Ahnung, ich habe nicht drauf geschaut. Okay, die Gegner haben Double Heal. So, by the way, unsere Lian, da, die ist Grandmaster. Das könnte interessant werden. Okay, es war schon mal nicht ganz so gut von mir eingesetzt. Ich habe länger keine Dinge mehr gespielt, keine Willow. Muss ich gestehen. Also erwarte bitte nicht zu viel, aber. Ja, ich bin jetzt schon nicht so gut und wieso bin ich da nicht mehr weggekommen? Okay, das war auch etwas nicht ganz so gut, sagen wir es mal so. So, und ich hätte den fast getötet, okay. Übrigens, ich finde den Skin doch relativ cool und unser Andros, glaube ich, Level 54 oder so. Also, die sind ja alle nicht so ganz schlecht. Ich glaube, einer ist noch, hat ein niedriges Level als ich, aber sonst auch von den Gegnern sind ja auch alle eigentlich ziemlich gut gelevelt. So. Wollen wir mal schauen, wie viel Damage ich denn dann so hier über Zeit machen kann. Ich mache jetzt mit jedem Hit 800, was ich echt wirklich mag. Weil, keine Ahnung, ich mag irgendwie das. Das Deck, ich gehe jetzt einfach mal auf den Punkt. Da. Das Deck von, also Willow. Was heißt Deck von Willow? Ja, dieses Talent halt mag ich schon sehr gerne, weil man einfach dann über Zeit so viel Damage machen kann. Und vor allem an Tanks, das ist echt gut, weil ich meine, mit jedem Hit 800 Schaden, das ist schon nicht ganz so schlecht. So, und dann kann man damit auch ganz gut flüchten. Dann da kann ich dir so ein Anti-Heal-Ding verpassen. Ich kann halt mit Ding auch gut neben einen schießen. Was echt praktisch ist, weil. Ja, ich meine, es ist Willow, gell? So. Okay, von wo werde ich attackiert? Da, von unter mir, perfekt. Da muss ich aber nur so ein bisschen links-rechts laufen. Kann sogar noch so. Ja, ich kann halt einfach gut am Boden ballern immer. Und. Da, komm, ich setze erstmal alle meine 500 Fähigkeiten auf dich ein. Meine Ailette hätte jetzt nicht unbedingt auf dich einsetzen müssen, aber gut, was soll's. Wie gesagt, ich spiele echt sehr wenig Willow. Ich meine, ich habe Willow auf Level 10 oder so. Ne, Level 9 habe ich sie tatsächlich nur. Also, ich habe sie nicht wirklich viel bisher gespielt. Ich meine, ich habe so gut wie jeden Charakter mehr gespielt. Aber ja, ich wollte sie einfach mal spielen. Und wie gesagt, so wenig habe ich sie jetzt auch nicht gespielt halt. Insgesamt nicht ganz so viel. Ich meine, ich habe Ruckus auf Level 2, also von daher. Wenn man Helden sehen möchte, den ich wenig gespielt habe, dann definitiv Ruckus. So, ich gehe jetzt auch mal mit Willow auf den Kronos. Ich habe ja sowieso in meinem Deck drin, das 50%. Also, ich weiß nicht, habe ich mir einfach spontan zusammengestellt. Dass, auf jeden Fall habe ich den Deck halt drin, das. Oh Gott, ja, da kann ich aber schön mal das hier draufhauen. Habe ich schön im Deck drin, dass, wenn 50%, wenn ich jemanden töte, dass 50% der Ablenkzeiten wiederhergestellt werden. Ich muss echt mehr an den Boden ballern. Muss ich sagen. Gute ist, so leicht bekommst du mich nicht. Da. Da, komm. Ich schieße aber mal so von oben runter. Aber bist tatsächlich nicht mal hochgekommen. Ich dachte eigentlich, dass du hochkommst, aber gut. Ja, ich meine, du kannst nicht wirklich was gegen mich machen. Das ist ziemlich problematisch für ihn. So. Kann man nochmal schön Schaden verursachen. Also, wie gesagt, so von oben runter war dann echt lustig. Da. Okay. Irgendwer, den noch stören möchte? Hier vorne vielleicht? Nee, tatsächlich hätten wir den Wagen schon längst vorpushen können. Wäre mal irgendjemand beim Wagen gewesen. Übrigens, ich glaube, das ist der coolste Skin meines Erachtens für sie. Ich weiß nicht, ich finde die anderen irgendwie gar nicht. Ich finde den irgendwie am coolsten. Ich habe jetzt mal nachgeschaut. So spontan würde ich, wie gesagt, würde ich sagen, dass das der coolste von allen ist. So. Okay, das bringt nicht viel. Okay, habe ich gemerkt. So, ich habe halt ein Problem bisschen, weil ich halt jetzt allein beim Punkt bin und. Ich wollte mir Ult nicht einsetzen, weil dann wäre ich nicht mehr unten am Punkt gewesen. Wir haben keinen Tank. Das merkt man ziemlich. Aber irgendwie, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Irgendwie trotzdem kommt es mir etwas so vor, als würden viele aus meinem Team oder zumindest ein paar nicht ganz so viel machen. Und der Skin ist echt cool. Das muss ich schon sagen. So, ja, ich überlege, ob ich auf Moralschub gehen soll. Denke ich, werde das mal Ausbrenner hoch machen und ja, Kronos. Aber Moralschub, ich weiß nicht, ob sich Moralschub mit dir lohnt. Ich meine, die Gegner haben einen Weg und sonst kann mich keiner, wenn ich in der Luft bin, töten. Also, zumindest, ich meine, die haben zwar, obwohl ich glaube, Ash kann mich sogar nicht mehr erreichen, wenn ich wirklich in der Luft bin. Und die anderen haben zwar Angriffe, die in der Luft angreifen, aber die haben so eine. Oh, wow. Die haben so alle so eine Scheiß. Hallo, danke. Die haben so alle. Das ist alle so eine scheiß Range. Oh Gott. So, da. Soll ich zumindest auf das verpassen möchte. Ich kann nicht mehr reden. Die haben alle so. Nicht eine scheiß Range, sondern. Damit kann man so schwer treffen. Also mit dem einen Schuss von Grog, mit dem einen Schuss von Terminus. Ich meine, die haben nur einen Schuss und der macht nicht viel Schaden. Und.
Ja, ne, also von daher könnte ich mich schlecht aus der Luft angeln. Und, okay. Der ist scheinbar auf das Damage Talent gegangen. Leute, wollt ihr nicht mal einen Punkt vielleicht? Ich will nichts sagen, aber es wäre vielleicht cool, wenn jemand mal einen Punkt gehen würde. Okay. Ich sollte natürlich versuchen, irgendwie am besten hinter den zu ballern. Und nicht immer so dämlich drauf oder so. Ja. Ah, der macht auch nicht schlechten Schaden. Es kann aber auch nicht sein, dass ich die einzige Person bin, die irgendwie Wagen schiebt, schrecklich auf dem Punkt ist. So, und die verrecken da vorne munter. Und schießt einfach mal irgendwie so random rein. Vielleicht treffe ich ja irgendwen. Wow, und jetzt bin ich, genau, jetzt stirbt wieder jeder. Jetzt bin ich wieder alleine da. Und dann sterben wir komischerweise alle, weil nämlich niemand am Punkt ist. Yay. Boah, das ist gemein. Oh, das ist gemein. Gemein, 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 gemein. Ja, was sollen wir denn machen, wenn niemand aus meinem Team, wirklich niemand irgendwie was macht? Keine Ahnung, ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich meine, hey, geil. Ich glaube, da muss ich eigentlich auf Refugium gehen, weil. Ja, gut, irgendein Schild hätte ich halt gern. Ach, Team. By the way, ich war der Zweite, der was genommen hat. Ich glaube, vor mir. Ich glaube, Janice hat was genommen, ich habe was genommen und dann haben die anderen drei genommen. Also, ja, ich weiß ja nicht, aber man sollte vielleicht schauen, dass man ein gutes Team zusammenbekommt. Und es geht schlecht, wenn die letzten drei dann einfach Damage-Flank nehmen. Das ist nicht ganz so möglich. So, okay, da. So, zack. Versuche mal ein bisschen gegen dich, neben dich zu schießen. Da kriegst du auch schön Damage ab, bist tot. Kannst dich gerne reviven. Habe ich nichts dagegen. Ja, super. So. Perfekt. Da kriegst du auch so ein bisschen Damage ab. Ich werde auf jeden Fall ziemlich guten Damage vermutlich haben. Oh Gott, ja. Schnell rausbewegen. Und da ist er ja auch schon. Ich dachte irgendwie, dass ich jetzt safe wäre an dem Punkt, wo ich jetzt gerade hin bin. Und wow, Endo, du kannst hochfliegen. Und zwar dahin, wo niemand oder maximal ein Gegner ist. Wow. Super. Ja, und jetzt kommen alle und dann stirbst du. Welches Level ist der? Also, ich weiß nicht, aber mit dem Level sollte man vielleicht besser spielen. Vielleicht wäre jetzt auch nur so eine Vermutung. Wäre halt ziemlich praktisch, wenn man zumindest mit einem hohen Level gut spielt. Aber gut. Dazu sage ich jetzt auch nichts mehr. Ja, okay. So, ich habe gehört, ihr wollt alle sterben. Dann kann ich jetzt mal gut runterballern. Auch wenn es vielleicht ziemlicher Waste ist. Und hallo, Grog. Hallo, das war dämlich, dass ich so nah reingeflogen bin. Ich hätte einfach wegfliegen sollen. Ich weiß nicht, aber bei anderen Leuten sieht es immer so aus, als hätten sie den kompletten, in Anführungszeichen, Aim Assist, wenn sie Ding aktivieren. Also, na, falls ihr wisst, was ich meine, halt, als hätten sie einen komplette Hilfe halt. Hallo, kannst du bitte sterben? Da. Als hätten sie irgendwie komplette Hilfe, wenn sie. Och, muss das sein. Da. Ihr möchtet sterben. Könnt ihr gerne. Jetzt hätten sie irgendwie kompletten, ja doch, Aimbot schon mehr oder weniger. Wenn sie irgendwie. Was mache ich hier gerade? Da. Ach. Wenn sie mit Grog irgendwie auf andere Leute schießen, wenn man das jetzt in der Killcam oder im Play of the Game sieht. Und irgendwie, wenn man selber schießt, oder zumindest kommt mir das so vor, dass man so nur, wenn maximal ganz, ganz bisschen Aim Assist hat. Aber ich glaube, es liegt auch einfach am Unterschied zwischen der Third und First Person. Hallo, möchtest du mal rauskommen? Da, Damage nochmal schön, 33 oder was auch immer das war. So, ich denke, ich werde den Top-Damage aus unserem Team haben, obwohl die Liane ist Grandmaster, aber ich meine, die hat auch eine bessere Ding. Ja gut, okay, Top-Damage werde ich vermutlich nicht haben, aber ich weiß nicht, irgendwie, keine Ahnung, ich meine, ich bin immer die einzige Person, die beim Punkt ist und man bekommt auch irgendwie nicht so viel vom Rest meines Teams mit, muss ich sagen. Ich meine, irgendwie, wo der Lex ist, bekomme ich die ganze Zeit nicht mit. Ich hab nur mitbekommen, wo der war, wo er vorne war und einfach gestorben ist. Aber sonst bekommen wir irgendwie nicht mit, wo der ist. Ja, gut. Wir haben halt keinen Tank. Das ist halt das Riesenproblem. Wenn niemand einen Tank nimmt. Ich meine. Oh, Hilfe. Ich habe keinen Tank genommen, weil ich habe ganz am Anfang ausgewählt und ich denke, da ist es noch mehr oder weniger okay, wenn man nicht die Person ist, die jetzt einen Tank nimmt. Hallo? Da. Das war dumm. Aber. Ja. Naja, gell? So. Hey, jetzt entscheiden sie sich auch mal dazu, mal auf den Punkt zu gehen. Praktisch. Praktisch, dass die Leute doch mal nach einem Jahrhundert verstanden haben, was sie vielleicht am besten machen sollten, damit irgendwas läuft. Super. Irgendwann müssen sie es ja auch mal verstehen. Ach, Mann. Ja, okay, da. Nee, 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 nee. Da sehe ich schon ein, dass ich da alleine keine Chance habe. Das sehe ich definitiv ein. Da. Problem ist. Ja, das war auch dumm von mir. Problem ist, dass wenn ich alleine bin, nichts machen kann. Vor allem, wenn wir mal wieder keinen Tank haben. Und der ist auf jeden Fall auf das Schusstalent. Hey, was zum Teufel macht der da?
läuft irgendwie rein und verreckt vermutlich wieder. Ich meine, es steht 2-2. Da hätte ich jetzt nicht mehr gerechnet, dass wir es zumindest 2-2 schaffen, aber von mir aus könnte schon besser sein als ein 2-2, wenn ich ehrlich bin. Ja, ist natürlich jetzt komplett useless. Ich sollte gleich weiter weg. Ich weiß nicht, wieso ich wieder so nah dran war. Das ist irgendwie so ein Problem von mir. Ich meine, die Ult war jetzt komplett gewastet. Aber, naja. Ich meine, wir haben halt jetzt gleich verloren, weil die Gegner haben 2 Tanks und wir können halt den Punkt nicht einnehmen. Das ist halt unser so Hauptproblem. Ich meine, Damage können wir ja gut machen, aber wir können halt den Punkt nicht einnehmen. Und was willst du tun, wenn du den Punkt nicht einnehmen kannst? Und wieso muss der das nervigste Talent haben? Also, ich meine, es ist insgesamt nicht das nervigste Talent, aber gegen mich, der komplett auf Fernkampf geht, ist es schon so. So gut wie das nervigste Talent, was gerade hier so auf der Erde existiert, danke. Weil er mich halt dann auch leicht aus der Luft rausfischen kann. Im Übrigen habe ich mich selber getötet durch den Schuss auf ihn, was auch nicht allzu oft vorkommt. So, Team. Ja, wollt ihr vielleicht irgendwie gut mithelfen? Es wäre praktisch. So, wollte ich nur mal so sagen. Wäre cool, wenn, ja, mein Team mithelfen möchte, dass wir es hier schaffen. Da. Komm, ich laufe einfach irgendwie so und dann töte ich dich eh. Da, du stirbst sowieso. Da, komm. Stirb. Da. Bisschen draufballern. Zack. Die am Boden verteilen. Du wirst nicht geheilt. Stirbst dann eh. Niemand von denen ist hier hinten. Da muss man immer mal nachschauen. Weil nicht, dass dann irgendjemand sich vorbeigesneakt hat und. Hey, dann kann es schneller aussehen, als man denkt. Oh Gott, ja. Das ist auch ein Problem. Da, oh Gott. Ja. Ich kann meine Ehre nicht benutzen. Schade. Bin jetzt tatsächlich mal auf Lebensriss gegangen. Und einfach Moral. Ach, wieso ich meine Ult schon wieder? Oh lol. Okay, die Ult. Ich dachte mir, dass sich die Ult langsam auffüllt. Ja, ich habe meine Ult schon wieder. Geil. Okay. Ja, ich weiß. Meine Ult ist halt. Nein, nein, Robin. Flieg nicht wieder so nah hin. Das bringt nichts, falls du es immer noch nicht gerafft haben solltest. Es bringt nichts. Okay. Schön, dass ich jetzt schon mir selber sagen muss, was ich am besten machen, was ich am besten nicht machen sollte. Und ich kann nicht mal mehr meine Schüsse treffen. Genius. Also ich meine, es steht 3-3 und das Problem ist, mein Ult würde jetzt sowieso nicht so viel bringen, wenn wir keinen Tank haben. Weil ich kann zwar mit Ult Damage machen, aber ich kann nicht auf dem Punkt sein. Und ich könnte zwar eben Tank oder so unterstützen, wenn der dann am Punkt ist, dass ich eben irgendwie Gegner vom Leib halte, aber da will ich nicht mal einen Tank haben. Ja, ich meine, der Typ, wenn wir jetzt einen Thermos hätten, könnte der die ganze Zeit da stehen mit seiner mit seiner L tanken und ich könnte einfach fliegen und den Leuten, ja, die mal Ärger machen wollen, einfach ganz schön auf die Mütze geben. Ja, Lian, da hast du recht, aber das liegt auch etwas daran, dass wir einfach keinen Tank haben. Übrigens, ich glaube, die letzten waren die 2 Flanks, die wir es genommen haben. Leute, dann kommt doch alle mal mit. Ich meine, die Lian kommt ja auch nicht mit hier. Die geht ja auch, was weiß ich, wohin. Ja, gut, sie ist. Oh, Alter. Sie ist Grandmaster, aber trotzdem, ich meine. Nur weil sie Grandmaster ist, gibt ihr das doch nicht das Recht, dass sie einfach komplett woanders ist und nicht mithilft. Ich meine, wie gewinnt man? Wie gewinnt man? Indem alle mithelfen und man dann so eine Chance hat zu gewinnen. Aber wenn die alle, was weiß ich, wo am Arsch der Welt sind. Ja, geil, ich bin jetzt allein auf dem Punkt. Wow, ich habe das Spiel. Ich, wirklich. Super. Allein auf dem Punkt. Ich hätte nicht so draufballern sollen, weil ich meine, der hat ja seine. Der hat dieses Schildtalent. Und das ist halt ein bisschen problematisch, weil ich mit meinem Ding echt ziemlich leicht. Oh, scheiße. Ziemlich leicht da drauf hau. Okay, ich habe mich getötet. Also, ja, Problem wäre bei Terminus, ich meine, mit meinen Flächenangriffen, habe ich halt ziemlich leicht auf sein Schild drauf und. Bitte, Leute, komm. Das kann doch nicht so schwer sein. Ich weiß nicht, hab ich das Gefühl, dass ich echt. Vielleicht nicht unbedingt Top-Damage, aber. Einen der besten Damages, klingt richtig scheiße, aber auf jeden Fall relativ guten Damage habe im Vergleich zu den meisten anderen. Aber mal schauen, vielleicht hat Lian ja 3-mal so viel Damage. Ich meine, Lian wird vermutlich mehr Damage haben, weil sie ja, ich würde sagen, besser war. Ja, gut, er war 57. Okay, mir kam es nur so vor, als wäre mein Team nicht so gut. Ich meine, es lag auch ein bisschen daran, dass unsere Teamkonstellation halt jetzt im Vergleich zu den Gegnern einfach ein Witz war. Aber gut. Ja, pff, interessanter Hit. What the fuck? Okay, das sah sehr seltsam aus. So, 116k Damage. Ich meine, ja, ihr seht's ja. Ihr seht ja genau das, was ich meinte. Genau das, was ich meinte. Also, ja. Lian und ich haben Top Damage. Ich meine, Lian hat Top Damage. Ich habe den zweitmeisten Schaden. Den Stewik hat tatsächlich weniger Schaden als ich. Also, ich war doch, war schon ganz gut in dieser Runde. Ich meine, ja. Also hätten wir einen Tank, dann
lief es definitiv auch besser. Ich meine, wir haben trotzdem gewonnen. So, und was ich noch sagen wollte, genau. Healer, also gegnerische Grok hat unglaublich wenig Schaden dafür, dass er das Schadenstalent. Ich meine, der hätte locker doppelt so viel haben können. Also, ja, ich meine, man kann vor allem mit dem Schadenstalent locker doppelt so viel Schaden. Ich meine, er hat das Schadenstalent ausgerüstet und dann 70.000 Schaden, das ist fast schon lächerlich. Ja. Naja, Terminus 50k, Ding 43k hätte auch, mehr Schaden haben können. Also, zumindest die Ashe hätte definitiv mehr Schaden haben können. Aber mal, sie hat ihren Job als Tank nicht so gut gemacht, aber gut. So, ja, ich habe die beste Ziele aus unserem Team. Unser Healer hat ganz, ja, ganz okay geheilt. Besser als der gegnerische Healer, also nicht besser, aber halt auch noch, also im Vergleich für ihn und dann noch doppelt so viel Damage. Unsere zwei Flanks waren, naja, ich meine, ich weiß ja nicht. Also die Hälfte des Schadens einer Willow, ich meine, ich bin jetzt nicht beste Willow. 62k, 64k, ich meine, der Typ war Level 57. Und ich meine, wer 64k hätte dann schon haben können. Ja gut, okay, und die Gegner hatten tatsächlich einfach, ich meine, die hatten zwei Healer, ein Damage und zwei Tanks, ja gut. Okay, die hätten vielleicht einen Flank gebraucht. Hätten die jetzt statt dem Grok, weil der war sowieso nicht so gespielt, hätten die statt dem Flank dann, hätten wir wahrscheinlich auf jeden Fall verloren. So, ich spiele mal wieder gegen den Astrolave oder wie auch immer man ihn ausspricht. Ich war der Erste, der aus unserem Team jemanden genommen hat. Ich meine, würde ich jetzt nicht aufnehmen, würde ich, und zwar Willow, würde ich jetzt irgendeinen anderen Helden nehmen. Ich meine, ich hatte es mir kurz überlegt. Aber es kann doch nicht sein, dass wenn jemand einen Helden nimmt, dass dann jeder, der danach ist, nicht auf die Idee kommt, wenn der Erste halt Schaden nimmt, Tank oder Healer zu nehmen. Ich verstehe es nicht. Ich meine, erst recht, wenn der gegnerische Healer, gut, das wissen wir jetzt erst jetzt, aber ich meine, der gegnerische Healer übrigens, ich habe das Booster diesmal jetzt nicht aktiv. Der gegnerische Healer ist ein schöner, ja, Grandmaster. Und das heißt, wow, die werden gut geheilt, wir werden nicht geheilt. Danke dafür. Ich weiß, ich gebe jetzt meinem Team die Schuld, obwohl ich ja selber keinen Healer genommen habe. Aber Entschuldigung, wenn wirklich ich der Erste bin, der irgendeinen Helden nimmt im ganzen Spiel, dann kann man doch denken, dass dann zumindest der Rest des Teams irgendwie auf die Idee kommt, vielleicht mal, wow, GG. Vielleicht auf die Idee kommt, vielleicht mal einen Healer zu nehmen. Aber nein, niemand kommt auf die Idee, einen Healer zu nehmen. Weil, ja, genau, Leute laufen lieber gegen die Wand, weil, wieso nicht? Ah, die wissen nicht mehr, dass man sich was kaufen kann. Okay, also, ich habe den Glauben in die Menschheit in Palins teilweise verloren. Das klingt jetzt ziemlich beschissen, egal. Kannst du bitte nicht so dämlich rumfliegen, damit man dich auch treffen kann? Ich mag dich nicht, ich kann mich nicht so gut treffen. Ah, okay, ich werde von der ganzen Menschheit verfolgt. GG. Super. Oh, nee, Alter, wie soll ich dich denn treffen? Ja, wahrscheinlich. Ah, ja, okay, fair play. Jetzt laufe ich auch noch gegen die Wand, weil ich aber zu dumm bin. Ah, meine R ging auch nicht, weil GG, ja, weil sie ging nicht, weil sie nicht ging. Super. Super. Ich drück drauf und es funktioniert nicht. Aha, okay. Wahrscheinlich, ja, ich glaube es auch. By the way, wer verstellt immer meine blöde Sensitivity? Ich habe die verändert, aber irgendwie... Ihr merkt, ich bin nicht ganz so happy gelaunt, wenn mein Team einfach zu inkompetent ist. Ah, irgendwas Gutes zu nehmen. Ja, ich weiß, ich bin ja selber schuld, weil ich ja nichts genommen habe, was wir jetzt gebraucht haben. Aber es kann doch nicht... Oh, das war sowas von dämlich. Es kann doch nicht sein, dass wenn jemand einen Schadenshelden nimmt, der Erste, so der Erste nimmt einen Schadenshelden, kann es doch nicht sein, dass alle, wirklich alle danach auch einen Schadenshelden nehmen. Weil alle, ich meine... Oh, ich fasse es nicht. Ey, lasst mich mal raten. Ich denke, das wird ein 0 zu 4. Könnte sein. Vielleicht, wer weiß, und ich werde nicht Top-Damage haben und unsere Nessa wird nicht, absolut nicht Top-Damage haben. Irgendwie, ich habe keine Ahnung, wie ich darauf komme. Ah, okay, ich habe eine Millisekunde rausgeschaut, aber wahrscheinlich. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass Danger Jorgas Top-Damage haben wird, einfach nur, weil er ein kompetentes Team hat und, obwohl er gerade echt scheiße spielt. Also, er spielt ja richtig scheiße. Aber ich meine, er kann halt rumfliegen. Und, ja, wow, die Ult war also... Oh, obwohl sie nichts bewirkt hat. Komm, könnt ihr bitte einfach bitte weiter wegbleiben. Yay, ich kann Damage verursachen. Ich kann tatsächlich Damage... Nein, 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 nein. Untersteh dich, danke. Ich konnte tatsächlich Damage verursachen. So. Es ist... Ich meine, es ist absolut dämlich, weil mir klar war, dass das passieren wird, dass ich da einfach weggesniped werde, wenn ich da öfters rausschaue. Okay. Obwohl die echt komisch geschossen hat. Ach, es ist einfach nur traurig, dass ich so ein Team habe, oder?
Oder ist es schon traurig, oder? Ich meine, wie zum Geier kann man nicht verstanden haben, dass man sich das kaufen soll, bitte. Ich verstehe es nicht. Wieso kaufen sich manche Leute nichts? Es ergibt halt null Sinn. Da. Da, da, da. Ah, wahrscheinlich erwischst du mich. Ja, ich glaub's auch. Vor allem, ich war schon hinter der Ecke, aber nee, du ziehst mich noch vor. Ich glaub's auch. Das wird doch kein 0 zu 4, nein. Das wird doch kein 0 zu 4, nee. Wahrscheinlich nicht, gell. Ach, es ist so lächerlich. Ich weiß, ich hol gerade etwas viel rum, aber... es ist doch teilweise echt traurig. Ich weiß, wie gesagt, mich trifft's ja auch, weil ich... also, es ist ja auch ein bisschen meine Schuld, weil ich habe ja selber keinen Healer-Tank genommen. Aber... Wenn man als erstes einen Damage-Healer auswählt, dann kann man doch da, oder generell, wenn man auf jeden Fall als erstes jemanden auswählt, kann man doch davon ausgehen, dass das restliche Team sich denkt, hey, vor allem in Belagerung, ich meine, in TDM kannst du auch mit 5 Damage-Healern was hinbekommen, aber in Belagerung, oh, und dann raffen 2 Leute nicht mehr, dass sie sich was kaufen müssen. Also, das triggert mich ja noch mehr, egal. Alter, komm, ja, wahrscheinlich komme ich da rein, gell. Ah. Ach komm, wir müssen einen Jogos haben. Hätten die zumindest Damage Dealer, der am Boden ist. Aber nein, ich meine, das ist der Damage Dealer, den ich am schlechtesten treffen kann. Digga, ich am schlechtesten treffen als Willow. Ah, okay, wir haben auch eine AFK Nessa. Erklärt einiges. Oh, 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 Leute. Da werden. Oh, oh, oh. Wenn da mal nicht Leute gebannt, gemeldet werden, dann weiß ich auch nicht. Nein, du erwischt mich nicht. So einfach mach ich's hier nicht. Ja, komm, willst du mich nicht snipen? Ja, du möchtest mich snipen und triffst sogar echt gut. Hallo. Ey, wenn da mal nicht Leute gemeldet werden. Geil. Geil. Leute, kompetentes Team. So. Nein, 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 vergiss es. Ah, okay, jetzt wird er mich sowieso runterreißen. Ja. Das war dämlich von mir. Leute, unsere Imani hat einfach komplett den Drachen gewastet. Einfach komplett. Hey, 0 zu 4. Spiel, ich liebe es. Ey, nein, 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 verzieh dich, bitte. Bitte tu es für mich. Tu es für mich, danke. Das war auch dumm von mir. Ich meine, sie ist ein Flank, aber ich hätte sie sowas von locker gerade töten können. Hätte ich nicht so ultra scheiße geaimt. Da. Ah, super, dass du abhaust. Weißt du was? Da, tot. Ah. Ich habe zwar keine Ahnung, sehe dich nicht, aber... ja. Kann ich zumindest trotzdem treffen. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Kann es sein, dass ich Lebensriss nicht habe? Dass ich mir Lebensriss holen wollte, aber es mir nicht geholt habe? Kann das sein? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich gerade etwas wenig gegen angehielt wurde. Obwohl ich jetzt nicht ganz so schlechten Damage gemacht habe. Ich will mir mal erzählen, wie ich den treffen soll. Oh, wow. Wie ich es auch immer hier reinschaffe, ist auch immer wunderbar. Okay. Aha. Ja gut, weil ich zumindest noch ein bisschen drauf war. Ich verreck sowieso. Ja gut, ich habe Lebensmittel auf Level 1. Und ein 0 zu 4. Welch ein Wunder. Welch ein Wunder. Wisst ihr was? Man bekommt schon... Ich wollte jetzt, ja, okay, ich sag's mal so, man bekommt schon nicht die besten Mates und dann haben die Gegner noch einen Grandmaster, ja. Ja, es war etwas, vielleicht etwas lächerlich. Vielleicht. Ey, jetzt muss ich Level 89. Okay. Ich war scheiße, ja, ich weiß, ich war scheiße, aber wieso unsere Mates so übelst scheiße war, gibt's keine Entschuldigung für. Unsere Nessa war ja noch schlechter als ich. Und unsere Mani wusste nicht mal, dass man sich was kaufen kann. Also, es ist lächerlich. Ich meine, die Gegner haben vom Damage... Okay, unsere Mani war jetzt nicht so schlecht, aber die Mave war schon übelst schlecht. Gut, der Grandmaster war natürlich ziemlich gut, aber ja, deshalb war es auch ein Grandmaster. Naja, dann war es mit dem Part am Start. Bis zur nächsten Folge, bis zum nächsten Stream und ja, ciao, ciao.